Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder ein besonderes Projekt, ein Babybild, eine Babyleuchte, also eine Lampe fürs Kind jetzt oder fürs Kinderzimmer natürlich auch. Ist für mich immer was ganz Spannendes und ich habe euch dazu auch schon mal ein Video gezeigt. Und zwar habe ich mit euch vor einigen Jahren diese Lampe gemacht. Dieses Bild, also ich kriege es gar nicht ganz ins Bild, aber ich kann euch auch ein Bild noch einblenden, wo man es vielleicht noch ein bisschen besser sieht. Ich zeige es euch mal kurz nah. Das ist einmal die Maus im Mond und der Hase, der einen Stern aufhängt. Ganz viele Sterne. Hier unten haben wir die zwei kleinen Freunde mit den Luftballons und die zwei Elefanten, die den Sternenhimmel genießen. Und ich zeige es euch jetzt auch mal im Dunkeln. Also Vorsicht, ich mache kurz mal eine Lampe aus. Also es ist jetzt nicht ganz dunkel, weil das Deckenlicht immer noch leuchtet. Aber ich glaube, man kann es erkennen, es leuchtet schön im Hintergrund. Ich kann es auch mal ausmachen. Also ich habe hier die Sterne und die Wolke und den Mond beleuchtet mit einer Lichterkette, ganz einfach. Und ich wollte euch heute einfach nochmal ein zweites Bild zeigen. Jetzt das Licht wieder an. So. ein zweites Bild mit ein bisschen anderem Motiv, mit der gleichen Technik im Prinzip, dass ich halt wesentlich verkürzter euch zugeschnitten habe. Also in diesem Video, ich verlinke es euch mal hier oben unter dem weißen i, da seht ihr das ganz ausführlich, vor allem auch wie das mit den Hintergrundgestaltungen, mit den Farben und so ist, welche Farben ineinander gehen und so. Und ja, bei meinem jetzigen Bild habe ich das ein bisschen verkürzt, dass es für euch nicht zu weitläufig wird. Und zeige ich das einfach ein bisschen schneller, aber auch mit allen wichtigen Punkten und Tipps und Tricks. Und ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten, weil ich mag es sehr, sehr gern und ich finde, es ist ein ganz tolles Geschenk und vielleicht gefällt es euch ja auch. Ich zeige es euch jetzt auch mal nah. Also ich habe hier einen kleinen Dino, der hier einen Stern abhängt. Hier den großen Luftballonhasen, der gezogen wird von dem großen Elefant, also von der Dimension. Es ist ein bisschen größer gemalt alles und schön bunt. Und ich zeige es euch jetzt auch noch mal kurz, wenn es leuchtet. Also die Lampen sind schon an. Genau, so könnt ihr es eben auch wieder als Lampe verwenden. Also das sieht man, glaube ich, auch ganz schön. Und genau, ich zeige euch jetzt einfach im Video, wie das Ganze funktioniert. Ziemlich zurückgestuft, wie gesagt, also aber mit allen wichtigen Schritten. Und ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und ganz viel Freude beim Verschenken oder beim selber Aufhängen. Wenn man das dann im Zimmer hängen hat, ist es einfach wunderschön und man freut sich da sehr lange dran, glaube ich. Also mir macht es immer noch total Spaß, wenn ich mein erstes Bild sehe. Und ich freue mich jetzt, dass das zweite auch, ja, eigentlich ganz sehr süß geworden ist. Ja, also ich finde es total schön und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Anleitung. So ganz spontan, was ihr alles dafür braucht, wollte ich euch jetzt noch so kurz aufführen. Wenn ich alles zusammenkriege, das ist einmal so eine Leinwand. Das ist einfach so eine ganz normale Malerleinwand, wie ihr seht. Eine Lichterkette mit Batterien. Und ich habe jetzt hier einen wasserfesten Stift auf jeden Fall verwendet. Den braucht ihr auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall einen, der nicht wasserfest ist. Das habe ich getestet. Wo ist er? Also ich habe jetzt da den dünnsten genommen, den S. Wenn ich das finde, dann kann ich euch das vielleicht auch in der Infobox verlinken unter dem Video. Ansonsten habe ich ganz viele, also die ganzen Farben sind alle von Stampin' Up. Die habe ich alle benutzt. Ich habe die Aquapainter benutzt. Das sind so Wassertankpinsel. Aber es reicht völlig, wenn ihr euch einen Becher mit Wasser hinstellt und dann ganz normalen Pinsel benutzt. Und diese Farben, die sind eben wasservermalbar. Das seht ihr jetzt dann im Video auch. Das ist total praktisch. Deswegen für mich sehr, sehr praktisch mit diesen Stempelkissen. Ich habe euch alle, ja, alle zeige ich euch, welche ich verwendet habe. Und die Bestellnummer, die es gibt, die halte ich euch auch mal ins Bild. Also genau. Was auch super ist, ist dann nachher fürs hinten draufkleben einfach so ein doppelseitiges Klebeband. Vielleicht auch noch so ein dickeres Malertape, das man dann nachträglich jetzt dann noch drüber machen kann. Und wenn ihr jetzt habt eine Stanze für Sterne oder ihr schneidet euch die Sterne selber aus, die habe ich so als Vorlagen benutzt. Und hinten drauf habe ich so ein Klebepapier gemacht. Das blende ich euch jetzt auch als Bestellnummer ein. Das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Also das kann ich echt empfehlen, weil man dann die Sterne wieder super runterkriegt. Und die kann man dann auch weiterverwenden. Genau. Ansonsten, glaube ich, habe ich alles gesagt. Mehr braucht man nicht. Ich habe sehr, sehr viele Farben benutzt. Aber man kann das Ganze natürlich auch mit wesentlich weniger Farben machen. Also man braucht das nicht alles unbedingt. Genau.
Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wenn nicht, blende ich euch jetzt noch ein. Und dann geht's jetzt los. Ich habe jetzt mir mein Motiv schon aufgemalt mit Bleistift auf meine Leinwand. Hier unten ein Elefant mit einem Hasen und oben ein Mond mit einem kleinen Drachen. Und hier ist eben der Hase auf so einem Anhänger, der mitfährt. Ihr werdet das während des Videos viel besser erkennen, wenn ich die Linien dann nachgezeichnet habe. Und ja, ich fange jetzt aber erstmal mit dem Hintergrund an. Und habe gedacht, ich nehme euch so ein bisschen Schritt für Schritt mit, aber ich werde es wesentlich kürzer schneiden als das letzte Video. Das letzte Video ist wesentlich ausführlicher, da könnt ihr besser noch nachgucken. Aber jetzt, so die Tipps vom letzten Video werde ich auf jeden Fall übernehmen. Als erstes habe ich mir einfach irgendeinen weißen Karton geschnappt und habe mir hinten drauf diese Klebefolie gemacht, damit ich quasi Kleber drauf habe. Und habe jetzt mir größere und kleinere Sterne bereits ausgestanzt, zum Teil mit der Stanzmaschine, zum Teil mit einfach einer alten Handstanze, wo ich so ein Sternchen noch habe. Und werde mir jetzt auch noch aus einer älteren Stanze noch diese kleinen Sternchen ausstanzen. Und zwar immer versuche ich jetzt hier die Motive da zu treffen, wo ich noch ein bisschen so Klebefolie drauf habe. Also ich habe jetzt da wirklich ein Reststück. Ich werde mich da jetzt ein bisschen durchkämpfen, aber ich brauche gar nicht mehr so viele, glaube ich. Deswegen versuche ich das jetzt mal aus diesen ganzen Resten hier zusammenzustanzen. Ich möchte auch nicht immer die ganze Stanze ausstanzen, deswegen... seht ihr, das kleine Stück reicht jetzt zum Beispiel hier für diesen Stern. Und ich werde auch gar nicht mehr so viele machen, glaube ich. Also vielleicht noch so ein paar. Dachte mir, dass ihr das mal seht, wie ich das gemacht habe. Die stanze ich mir einfach so ein bisschen aus. Da sind jetzt zwei dabei, zwei verschiedenen Größen. Und werden mir die dann einfach auf meiner Leinwand verteilen und ankleben. Und durch das, dass ich hinten schon diese Klebefolie dran habe, kann ich die auch ganz gut verteilen. Ich habe jetzt schon einige hingelegt. Da oben sind noch relativ viele. Vielleicht mal gucken, wie ich die da verteile. Vielleicht noch ein bisschen kleineres hin. Und das Ganze möchte ich mir später dann auch hinterleuchten. Ja, ich denke ungefähr so. Soll also dann richtig schön als Nachthimmel gestaltet sein. Habe ich bei dem anderen Bild auch gemacht und ich finde es so schön, wirklich. Ich schaue das ja jeden Tag an, hängt ja jeden Tag im Kinderzimmer. Und das ist so toll, das macht so viel Spaß. Und es kommt auch sehr gut an. Genau. Gucken wir mal, hier könnte man noch einen rauskriegen. Die mal noch da oben hinsetzen und das Ganze, ja, so passt ungefähr, zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich ziehe mir jetzt einfach hinten diese Klebefolie ab und klebe mir das dann einfach ungefähr auf diese Position, wo ich festgelegt hatte vorher. Und bei manchen habe ich auch nur die Hälfte beklebt, weil wir machen die später wieder weg, diese Sternchen. Die sind jetzt quasi Platzhalter oder wie sagt man da, halt so Markierungen, dass da ein bisschen weniger Farbe ist, dass die dann nachher schön weiß durchleuchten. Genau, und das mache ich jetzt mit dem Ganzen. Ihr seht die schon hier so ein bisschen verteilt liegen. Ich hoffe, man erkennt es, es ist weiß auf weiß, aber ja, das mache ich jetzt kurz. Und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Okay, ein kleiner Test. Sterne heben, ich hoffe, ihr seht sie ein bisschen. Ich habe versucht, eher größere Sterne zu nehmen. Die ganz kleinen, die mal so zwischendrin als so kleinen Hingucker, Lückenfiller nimmt, die ja, muss man gut betupfen, dass man das dann erst später auch als Sternform erkennt. Und wenn ihr natürlich keine Sternstanze habt, was ich euch vielleicht schon empfehlen könnt an der Stelle, könntet ihr euch aber auch einfach Vorlagen aus dem Internet ausdrucken und ausschneiden. Ist halt ein bisschen mühseliger. Was ich euch wirklich empfehlen kann, ist dieses Klebepapier, das man hinten drauf machen kann. Das ist einfach so ein Papier, so eine Klebefolie, die man hinten aufs Papier drauf klebt. Und dann klebt die ganze Fläche. Das ist schon praktisch. Wenn ihr vielleicht so Klebepunkte habt, also zum Beispiel die Glue Dots, könnt ihr das auch machen. Die könnt ihr einfach zusammenrollen, sind diese kleinen Klebepunkte, und hinten drauf setzen. Das geht auch, das habe ich beim letzten Mal auch versucht, aber ich fand mit den Klebeblättern ging es einfach ein bisschen besser. Und jetzt schnappe ich mir ganz viel Stempelfarbe, alles was ich finde, und mache den Hintergrund mit meinen Fingerschwämmchen. Das sind einmal die Fingerschwämmchen und die Farben, die werde ich euch so nach und nach dann vielleicht am Ende dann erzählen. Eine Sache noch, meine Leinwand hat leider einen kleinen Makel. Hier unten seht ihr das, da ist noch so Kleber. Das ist total ärgerlich eigentlich. Aber ich möchte das später eigentlich so ein bisschen
verbauen, indem ich da vielleicht mit so Strukturpaste arbeite oder so. Also das muss ich mir dann mal angucken. Aber das mache ich dann erst so gegen Ende, beziehungsweise wenn das dann alles getrocknet ist. Ich würde jetzt unten einfach so mit Grün einfach ein paar Grüntöne nehmen und den Boden gestalten. Ich habe jetzt hier mal als Farben Farngrün, Gartengrün und Olivgrün rausgesucht und gucke jetzt mal, wie es mir da gefällt. Also da, ihr seht ja gleich, wie ich das mache. Ich fange jetzt mit der dunkelsten Farbe an, ganz unten. Und ich versuche euch da jetzt auch mal mit der Kamera, also nicht wundern, wenn hier unten, wobei ich habe hier oben keinen Platz, ich kann das nicht anders machen. Vielleicht kann ich euch beim Video bearbeiten dann dahin zoomen. Ich schnappe mir jetzt einfach meine Schwämmchen, Farngrün. Was haben wir noch? Ja, ich denke, das kann ich nicht. Und gehe jetzt einfach mit meinem Fingerschwämmchen, das kann man sich so auf den Finger legen und hier unten so reintupfen und mache dann hier so kreisende Bewegungen und gehe dann hier so den Boden entlang. Und nach oben, wie gesagt, wird es immer heller. Es muss auch nicht perfekt sein. Aber so kann ich mir da hier die Farbe so ein bisschen auf diese Leinwand aufbringen und eben auch so verschiedene Schattierungen machen, die dann nach oben heller werden. Und dass das so ein bisschen, dass ich das so in kreisenden Bewegungen mache, das finde ich auch gar nicht schlimm. Also das finde ich gerade oben bei den Wolken dann toll. Dann sieht es noch ein bisschen wolkiger aus und genau, ihr werdet sehen, also ich gehe da natürlich auch ein bisschen nachher nochmal mit Aquapen dann drüber, dass sich das noch ein bisschen besser von den Übergängen vermischt. Aber so, ich halte es euch mal hier hin. Seht ihr das? So wird das aussehen. So gehe ich da einfach von Farbe nach oben. Und ich mache mir auch die Ränder mit. So. Schwierig zum Filmen auf jeden Fall. Aber genau, da lasse ich euch jetzt wirklich einen schnellen Durchlauf machen, dass es für euch nicht zu lange dauert. Aber so arbeite ich mich da von Farbe zu Farbe durch. Gehe immer eine hellere Farbe weiter nach oben. Wie gesagt, die Ränder nicht vergessen. Und sag euch dann nachher, was ich alles für Farben benutzt habe. Spaß. Ganz wichtig ist, also ich werde jetzt mit Gelb ein bisschen reingehen und nach oben hin immer dunkler werden. Ganz wichtig ist, dass ich die Figuren ein bisschen ausspare. Ich hoffe, ihr seht es hier. Da ist mir ein Fehler passiert, da bin ich auf den Fuß gekommen von dem Elefanten, aber ich möchte das nicht ganz nah hinmachen und umfahre das Ganze so ein bisschen. Genau. Und jetzt mache ich weiter mit Safrangelb und vielleicht Osterglocke. Mal gucken. Oder ja, ich werde jetzt auf jeden Fall einen gelben Untergrund machen, so eine Trennung zwischen Himmel und dem Boden und dann nach oben hin in Blautönen vielleicht auch ein bisschen Lila mal mit reinbringen, so eine Abendstimmung versuchen zu erzeugen, nach oben gehend, so ein bisschen ausklingen lassen, genau. Wenn das an manchen Stellen zu stark ist, so wie jetzt hier in diesem gelben Bereich, das macht nichts, das gleichen wir nachher aus mit den Aquapaintern. Ich habe jetzt weitergemacht, benutze jetzt die Farbe Aquamarin und ihr seht, wenn ich hier so um den Stern rumgehe, den tupfe ich wirklich so richtig schön mit Farbe von oben, dass der nachher dann so richtig schön, wenn man den abzieht, richtig schön weiß bleibt. Also da gehe ich außen rum und wenn ich mal Stellen habe, wo ich merke, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel Farbe geworden, das macht nichts, also das können wir nachher noch mit dem Aquapaint dann super ausgleichen, also das einfach drauf los, ganz nach Gefühl und genau so. Nur wichtig eben, um die Sterne gut rumgehen, das ist wichtig.
ihr Lieben, also bei dem oberen Teil habe ich gedacht, nehme ich euch noch ein bisschen mit. Ich sage euch auch gleich, was für Farben ich verwendet habe. Aber ich wollte euch noch was zum Motiv sagen. Also ich mache es immer so, ich gucke da einfach bei Pinterest, was mir da für kleine Tierchen oder Motive gefallen. Also ihr müsst das ja nicht für Kinder, also ihr könnt es ja auch für einen Erwachsenen zum Beispiel machen, mit einem schönen Blumenmotiv oder so. Also das geht natürlich auch, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt so wie ich das für ein Kind macht, dann habe ich einfach viele Tiere eingegeben oder Bilder, Kinderbilder und habe mir dann quasi das ausgesucht, was mir am besten gefällt. Das so ein bisschen zusammengestellt aus mehreren verschiedenen Bildern und habe mir das dann einfach per Hand aufgemalt. Und klar, wenn ihr da jetzt nicht so sicher seid oder Angst habt, das funktioniert dann nicht. Bei mir ist es jetzt auch nicht perfekt. Also ihr seht, ich habe hier ein bisschen Platz freigelassen, dass ich da dann den Ballon noch mal schöner formen kann. Der ist mir jetzt so nicht so ganz gelungen, wie ich das wollte. Aber wenn ihr da nicht sicher seid, dann könnt ihr euch natürlich so eine Vorlage auch einfach ausdrucken, ausschneiden, hinkleben oder nachfahren mit einem Bleistift einfach vorzeichnen. Also das müsst ihr nicht frei Hand machen, wenn ihr da unsicher seid oder so. Und man sieht aus wie ein Schweinchen. Ich brauche irgendwas, dass ich mir da nicht die Farbe hinschmiere. Aber das könnt ihr einfach eben, ich kann nur Pinterest empfehlen oder auch bei Google natürlich eingeben oder wie auch immer. Und da könnt ihr das dann natürlich so gestalten, wie euch das gefällt. Und wenn ihr jetzt nicht so viele Farben habt, dann macht ihr dann einfach weniger Farben. Ich habe jetzt hier auch noch eine alte Farbe benutzt, aber den Rest nur aktuelle Sachen. Also die könnt ihr alle noch bestellen. Ihr könnt die Sachen natürlich gerne über mich bestellen. Ich bin Stampin' Up! Demonstratorin. Und also zum Beispiel dieses Fingerschwämmchen oder auch die Stempelkissen, die ich hier benutze. Und nachher auch die Aquapainter und so, die Klebefolien. Und ja, aber vielleicht habt ihr auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann jetzt eben nur mit den Produkten euch das zeigen, die ich habe und die ich halt sonst auch immer verwende zum Basteln. Aber genau, das kann ich euch auf jeden Fall so empfehlen. Für mich funktioniert das sehr gut. Nehmt euch für das ganze Projekt auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Also das geht nicht so zwischen Tür und Angel. Ich versuche es gerade zwischen Tür und Angel, aber ich bin schon ein bisschen gestresst, glaube ich. Aber ich muss jetzt die Schlafenszeit ausnutzen und hoffen, dass ich das einigermaßen vorankriege hier. Genau. Wie gesagt, die Ränder nicht vergessen, ist ganz wichtig. Und um die Figuren, seht ihr, habe ich es freigelassen. Manche Farben gehen ein bisschen besser als andere. Also das Dunkle jetzt, das Pazifikblau zum Beispiel, das ging unheimlich gut. Und das Marineblau ist vielleicht das Stempelkissen schon ein bisschen leerer. Da muss ich jetzt immer öfter drüber gehen, da kommt das Weiß schon noch ganz schön durch. Das ging jetzt bei dem anderen besser, das ist voller. Also je voller eure Stempelkissen sind, desto besser kriegt ihr da die Farbe aufs Papier. Aber ich finde es so schon ganz gut und wenn es nicht komplett blickdicht ist, dann ist das auch super in Ordnung so. Die Sterne scheinen ja noch ein bisschen und habe jetzt sozusagen meine Grundfarbe auf dem Papier. Vorher zeige ich euch nochmal schnell die Farben. Also wir hatten jetzt hier Aquamarin ganz unten. Ich halte euch auch mal die Bestellnummern ins Bild, wenn man sie noch lesen kann. Also Aquamarin hatte ich ganz unten. Darüber kommt Babyblau. Das ist ganz schwach zu sehen. Ich hoffe, ihr seht es noch. Dieser Zwischenbereich. Dann habe ich eine alte Farbe genommen. Das ist Ozeanblau. Das ist dieser Ton hier. Und dann noch Pazifikblau und Marineblau. Einfach, um nach oben hin immer dunkler zu werden und um einfach auch viel Farbe da reinzubringen, dass es schön farbenfroh ist. Und jetzt mache ich so, dass ich mir mit einem Permanentmarker alle Figuren nachzeichne in Schwarz. Ich habe jetzt hier einen, ich weiß aber nicht, ob der wasserfest ist, das werde ich jetzt vorsichtig testen. Und beim letzten Bild hatte ich so eine Probeleinwand, das war total spitze, da habe ich es ausprobieren können. Aber jetzt habe ich das leider nicht, ich habe die schon weggemacht, weggeschmissen. Muss ich halt mal kurz gucken an einer Stelle, ob der verschwimmt oder nicht. Also wenn es ist, dann kauft euch lieber einen permanenten Marker noch nach. Ich gucke jetzt mal, ob das funktioniert. Ich mache jetzt den Reifen vielleicht in Savanne und nehme jetzt eben noch die Aquapainter. Also das sind einfach so Wasserstifte, ihr braucht die nicht unbedingt. Ihr könnt euch einfach einen Pinsel mit einem Glas Wasser hinstellen. Hier ist halt schon das Wasser im Tank, deswegen ist das super, aber es ist nicht zwingend notwendig, dass ihr das habt. Und was halt super ist bei diesen Stempelkissen, die könnt ihr euch einfach so zusammendrücken.
habe dann hier oben die Farbe drin und könnte die dann einfach aufnehmen. Und könnte es dann super zum Zeichnen benutzen. Also ich teste jetzt mal, wie es ist. Ob mir hier der Stift verläuft oder ob das passt. Schaut jetzt im Moment ganz gut aus. Ihr braucht auf jeden Fall noch einen Zeber oder ein Taschentuch oder so zum Ausstreichen. Vielleicht ist das sogar ein permanenter Marker. Das wäre jetzt wirklich super. Ich nehme jetzt noch eine andere Farbe. Nehme ich hier noch ein bisschen dunklere Farbe auf für das Rad. Ihr könnt halt mit diesem Pinsel auch ein bisschen steuern, wie viel ihr da rausschauen haben wollt. Also wie flüssig das sein soll. Je mehr ihr hinten drauf drückt, desto mehr Flüssigkeit ist da drin. Jetzt wie gesagt nur zum Testen alles verläuft. Das ist auf jeden Fall kein permanenter. Schade. Und dann tupfe ich mir das immer so ab, wenn ich das Gefühl habe, das ist mir zu viel Farbe. Aber der verläuft mir hier. Den kann ich nicht benutzen. Schade. Jetzt muss ich das wahrscheinlich mit so einem dicken machen. Jetzt den Reifen noch ein bisschen auskolorieren. Dann seht ihr gleich, wie meine Technik ist. Ich gehe immer in zwei Farben. Kann mir den Zwischenton auch immer ausstreichen. Wieder in das Dunklere hier rein. Und immer tupfe ich mir dann die Farbe so ein bisschen ab, wenn ich das Gefühl habe, dass mir da zu viel oder so. Das kann man sich super wieder abnehmen. Das ist wirklich einfach auch für jeden, der das jetzt noch nie gemacht hat oder so. Also damit kommt ihr sicherlich gut klar. Okay, also der nächste Schritt ist im Prinzip diese Übergänge machen. Und da mache ich es auch so, da gehe ich einfach mit meinem Marker nur ein bisschen hin, gehe mir auch bis zum Motiv hin, nimm mir sozusagen die Farbe von der Leinwand schon ein bisschen auf und verstreiche das so ein bisschen, dass ich hier einfach so schöne Übergänge habe und so ein bisschen schon die Verläufe. Und dann tupfe ich mir das einfach mit dem Tuch immer wieder so ein bisschen ab, dass das noch so ein bisschen mehr aquarelltechnikmäßig ist. Und gerade an den Stellen, wo ich jetzt finde, da ist viel Farbe, da kann ich das wegnehmen. So wie hier zum Beispiel, da ist ja schon ziemlich viel Farbe gewesen. Kann ich mir das so ein bisschen verstreichen. Man sieht übrigens diese Klebereste hier unten gar nicht mehr so. Das ist schon sehr gut. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen im Bild. Da unten seht ihr es schlecht, das weiß ich schon. Was auch super ist, ihr könnt jetzt da mit diesem Pinsel auch wirklich an eure Motive ganz nah hingehen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ah, da ist mir jetzt zu wenig Farbe, dann könnt ihr euch einfach noch Farbe aufnehmen. Ich zeige euch das gleich hier, ist vielleicht ein bisschen wenig Farbe. Geht da mal so allgemein drüber. Ich finde jetzt, hier könnte es nur ein bisschen dunkler sein. Dann nehme ich mir einfach die Farbe, die ich da hatte, es war jetzt Olivgrün, und nehme mir hier einfach nochmal ein bisschen Farbe auf. Gehe mir da hier nochmal auf meine Leinwand. Alles, was ich finde, ist zu viel, tupfe ich wieder vorsichtig ab. Also da könnt ihr echt noch total spielen und arbeiten und nochmal alles komplett verändern. Genau, wie gesagt, auch jetzt hier bis zum Motiv locker hingehen mit dem Pinsel, das ist super. Genau, so gehe ich mir jetzt komplett über mein ganzes Projekt. Also ich mache jetzt zuerst die Übergänge, die Verläufe, dass die schön ineinander reingehen. Und danach überlege ich mir nochmal was mit meinem permanenten Marker. Ich will immer Pergament sagen. Mit meinem permanenten Marker. Vielleicht finde ich ja doch noch einen. Mal der dicke, ich weiß nicht, ob mir der nicht zu dick ist. Mal gucken. Aber so mache ich das jetzt hier. Wie ihr seht, ich vermische die Farben ein bisschen miteinander. Mache auch gar nicht so viel Farbe. Also einfach nach eurem Gefühl und gehe mir hier in diese Bereiche, wo ich vorher nicht ganz reingekommen bin, mit dem Schwämmchen einfach mit dem Pinsel schön hin. Und so vermische ich mir die Farbverläufe ein bisschen und wie gesagt, mache eben die Bereiche, die ich nicht so gut erwischt habe, die mache ich dann noch schön. Sobald ich dann in eine hellere Farbe komme, streiche ich mir einfach meinen Pinsel so ein bisschen aus und kann dann hier auch einfach in die helle Farbe reingehen. Also da muss man nichts wechseln oder keinen anderen verwenden. Auch wenn ihr es mit dem Pinsel macht, dann wascht ihr euch einfach ein bisschen aus, streicht euch aus und dann könnt ihr von hell in dunkel wieder weiterarbeiten. So, ihr Lieben, also ich finde gerade hier oben bei diesen dunklen Farben ist es total super. Da klappt es richtig gut, da kann man das so richtig schön ineinander verschwimmen lassen. All diese hellen Punkte, die man vorher noch ein bisschen gesehen hat, kann man da ganz gut ausgleichen.
dass es eben nicht mehr so wie eine Leinwand aussieht, sondern irgendwie schon so richtig wie ein Himmel. Und ja, das macht echt Spaß und das macht das Ganze auch richtig schön aquarellig und schön stimmig. Und man kann, wie gesagt, ganz nah an die kleinen Teilchen von den Figuren hingehen, dass die da auch noch hinterlegt sind. Genau. Und später kann man ja auch noch nacharbeiten. Genau. So, ich steche mir jetzt die Farbe aus. Und vielleicht habe ich hier und da noch einen Punkt, wo ich ein bisschen nachgehe, aber ansonsten sieht das schon echt super aus. Und man hat nicht mehr so diesen typischen Leinwand-Punkte-Hintergrund, sondern es schaut schon ein bisschen so verschwommen und so ein bisschen mit, ja, wie ein bisschen so da, wie so ein bisschen Aquarelltechnik aus, dass das so ineinander verschwimmt. Also ganz hübsch gemacht, finde ich. Das ist ein cooler Effekt und kann wirklich jeder, ist sehr einfach. Also man muss da kein Profi sein. Okay, ich werde mich jetzt nochmal nach einem permanenten Marker umschauen und hoffen, dass ich noch einen finde, weil das wäre schon wichtig, dass ich jetzt weitermachen könnte. Hallo zurück. Ich habe mir jetzt erstmal einen Stift kaufen müssen. Einen permanenten Stift, weil ich leider keinen mehr gefunden habe. Aber mit dem klappt es super. Und da fahre ich jetzt erstmal die Konturen nach und koloriere das Ganze dann aus. Also es sieht jetzt schon ein Teil vom Bild, ist jetzt schon mal soweit nachgefahren und alles andere, das schaut ihr mir einfach wieder über die Schulter. Dann, wenn es getrocknet ist, schnappe ich mir einfach einen Radiergummi und radiere mir alle Bleistiftlinien nach. Radiere mir alle Bleistiftlinien weg, die ich dann nachher nicht mehr sehen möchte. Also, wenn man es koloriert, sieht man die Bleistiftlinien meistens trotzdem noch. Deswegen würde ich euch da echt empfehlen, dass ihr die erstmal wegradiert. Und ihr habt auch vielleicht gesehen, ich habe jetzt hier oben zum Beispiel, da war der Ballon ja vorher nicht so ganz gezeichnet, wie ich den gerne wollte. Und da ist jetzt noch ein bisschen eine helle Stelle. Das kann ich jetzt einfach im Nachhinein noch so ein bisschen ändern und kann mir das noch auskolorieren. Oder auch bei meinem kleinen Dino da oben, der war ja auch nicht perfekt, so wie ich den wollte. Den habe ich einfach beim Nachzeichnen noch ein bisschen genauer gemacht. Diese Radier- oder diese Bleistiftzeichnungen, die sind vor allem dafür da, dass man so eine grobe Orientierung hat für den Hintergrund und für die Farbe, die dann jetzt nachher reinkommt. Also da kann man immer noch ausbessern. Das muss nicht gleich perfekt sein von Anfang an. Und wenn man mal so einen Fehler hat wie hier, bei mir wäre ja jetzt hier zum Beispiel nicht blau der Hintergrund, sondern das ist ja eigentlich noch der Elefant, dann kann ich das nachher immer noch ausgleichen mit ein bisschen Wasser, werde ich die Stelle dann noch wieder korrigieren. Also das ist wirklich eine super Sache auch für jeden, der jetzt kein Kolorationsprofi ist, so wie ich bin ja auch keiner. Und man kann dann auch so kleine Sachen wie so ein paar Härchen noch hinmalen oder so. Also einfach irgendwie das Ganze noch süß gestalten. Jetzt beim Auskolorieren werde ich wieder genauso vorgehen wie vorher auch. Also ich werde mir auch wieder einfach ein paar Stempelfarben nehmen und werde die damit auskolorieren mit dem Aquarell, mit dem Aquapainter. Und genau, da nehme ich euch auch ein bisschen mit. Und da versuche ich so ein bisschen so Farbverläufe zu machen, dass es halt an manchen Stellen ein bisschen dunkler ist, an manchen ein bisschen heller. Und genau, ansonsten ist da auch nicht großartig was dabei.
Ich könnte zum Beispiel dann auch so kleine Striche reinmachen, noch zwischendrin, dass man so kleine Konturen hat, wie zum Beispiel am Bauch. Oder einfach eine Farbe nochmal ein bisschen verstärken. Und was ich immer total schön finde, ist, wenn diese Figuren so ein bisschen rosa Bäckchen bekommen. Da könnt ihr euch auch einfach ein bisschen rosa nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Kirschblüte und gebe mir dann nur so ein ganz bisschen da immer so auf die Gesichter als Backen. Ich finde, das macht es immer total viel mehr lebendig und irgendwie richtig schön. Je mehr Farbe ihr wollt, desto weniger Wasser nehmt ihr. Also am besten dann gar nicht auf den Pinsel drücken oder halt ganz wenig Wasser eintauchen, wenn ihr mit einem normalen Pinsel arbeitet. Und dann habt ihr schon so richtig schöne Ergebnisse. Ich wärme jetzt hier um meinen kleinen Dino oder um meinen kleinen Drachen noch so ein bisschen das Blau schöner machen. Und dann nehme ich mir einfach Stück für Stück meine Sternchen ab und habe dann auch einen richtig schönen Stern. Und wenn ihr wollt, könntet ihr die Sterne später auch noch hier unten aufkleben. Wenn ihr so schöne Sterne habt, falls euch das gefällt, könnte man die wegmachen quasi von ihrem Hintergrund, wie man das jetzt hier sieht, und dann irgendwie da unten noch ein bisschen hinkleben oder so. Vor allem, wenn man kleinere Sterne hat. Genau, so könntet ihr das auch machen. Da muss ich natürlich den Sternenende noch wegradieren. Da ist nur der altgemalte hin dran. Genau, so arbeite ich mich so gleich durch das ganze Projekt. Wenn ihr mal irgendwo zu viel Farbe hingebracht habt, dann könntet ihr einfach auf diesen Teil noch ein bisschen mehr Wasser drauf tun und das dann einfach so abtupfen. Und dann kriegt ihr das super wieder weg. Also es ist echt easy und es macht richtig viel Spaß. Jetzt zeige ich euch noch die Farben von Bild, wo ich bis jetzt verwendet habe. Ich habe einmal Limette und Wasabi-Grün und grüner Apfel für den Dino verwendet. Limette und Wasabi-Grün sind ein bisschen älter. Grüner Apfel wäre diese Bestellnummer. Aber ihr könntet auch alles mit einer Farbe gestalten. Und dann einfach die Verläufe so ein bisschen nachfahren, ein bisschen dunkler machen. Für die Hörnchen habe ich Wildleder benutzt. Wildleder habe ich auch hier unten beim Reifen nochmal benutzt. Und beim Häschen habe ich Sahara-Sand und Savanne benutzt. Savanne kam ein bisschen grünlich raus, ist dann aber so bräunlich abgetrocknet. Sah dann auch ganz nett aus. Und dann habe ich noch für das Brett habe ich Espresso benutzt. Granit, ein kleines bisschen beim Hasen auch, aber das ist, ja, muss man nicht unbedingt. Ich halte euch einfach mal die Bestellnummern rein, aber wie gesagt, das muss man nicht genauso machen. Anthrazit, Grau und Schiefergrau habe ich für den Elefanten benutzt. Und Kirschblüte für die Öhrchen vom Hasen, für die Bäckchen vom Hasen und vom Elefanten. Und für den Mund habe ich Currygelb und Osterglocke benutzt. Aber da muss ich auch sagen, da reicht auch eine Farbe. Ihr könnt alles mit einer Farbe machen, also dass ihr zum Beispiel den Hasen in einer Farbe gestaltet oder den Elefanten und dann einfach die Ränder nochmal stärker nachgeht. So könnt ihr auch hellere und dunklere Motive nachbekommen. Genau, alle anderen Farben kommen, wenn ich wieder weitermache. Ich muss mich jetzt nochmal stoppen mit meinem Bild. Ihr Lieben. Der nächste Schritt. Also ich habe das Bild jetzt auf mehrere Etappen gemalt. Aber ihr seht, es hat schon richtig viel Farbe, ist schön bunt, ist schon fertig bemalt und ja, es macht wirklich total Spaß. Ich habe jetzt noch ein paar kleine Tipps und Feinheiten, die ich euch zeigen möchte. Und ich möchte euch vorher noch kurz sagen, mit welchen Farben ich jetzt noch so ein bisschen gespielt habe. Ich habe noch benutzt Kürbisgelb. Einmal für hier oben, für den Luftballon und für die Kette hier unten. Dazu nochmal Chili. Limette habe ich nochmal benutzt und grüner Apfel. Und ich habe auch nochmal Wasabi-Grün benutzt. Das sind jetzt zwei ältere Farben, aber wie gesagt, ihr könnt auch alles mit einer Farbe machen und dann einfach immer wieder nachkolorieren. Und jetzt nehme ich noch ein Weiß, weil ich diese Schattierungen hier ganz gern noch malen würde. In den Luftballonen. Das möchte ich jetzt so nachträglich noch ein bisschen machen. Das funktioniert auch genauso. Nur das mache ich über mehrere Schritte. Also ihr seht, es ist schon ein bisschen heller. Dann nehme ich auch ganz, ganz wenig Wasser nur oder eigentlich gar nichts. Versucht, dass der Pinsel möglichst trocken ist.
und gehe mir dann noch ein paar Mal drüber, dass das wirklich dann am Ende so weiß wie möglich ist. Und so streiche mir den Pinsel immer wieder auf ein Tuch aus und gehe da einfach ein paar Mal drüber. Lass es wieder trocknen, mach's nochmal, immer so wieder, bis es halt so weiß ist, wie es möchte. Ich wollte es am Anfang schon freilassen, aber irgendwie hat es dann nicht so gut ausgeschaut, war dann an der falschen Stelle. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich es nachträglich. Und so ist das ganz gut, so funktioniert das auch ganz schön. Genau. Also das noch so als kleinen Tipp, man kann das immer noch machen, nachträglich. Und was ich auch schon fast fertig habe, aber was ich jetzt noch fertig mache, ist, dass ich die Sterne, die ich aufgeklebt habe am Anfang, so als Platzhalter, dass ich die jetzt noch wegmache. Gerade hier oben in diesem Bereich. Ihr könnt es ganz einfach mit einer Pinzette auch machen. Aber was ich eigentlich noch einfacher finde, ist tatsächlich mit der Hand. Also es geht trotzdem super weg. Und jeden Stern, den ihr vielleicht noch verwenden wollt, könnt ihr dann unten einfach noch aufkleben an irgendeiner Stelle, wo ihr sagt, da fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Ich habe es nicht bei allen gemacht, aber bei ein paar. Und vor allem gerade bei diesen ganz kleinen fand ich das süß, wenn man die hier unten dann nochmal hat. Ja, warum nicht? Die hat man ja schon bearbeitet, hat sie schon in zwei Farben. Zu viel soll es auch nicht sein, da glaube ich, brauchen wir jetzt keinen mehr. Jetzt haben wir hier noch einen. Oh, der ist jetzt das erste nicht ganz abgegangen. Alle anderen haben sich super gelöst. Also mit diesen Klebepapieren, Klebefolien klappt das wirklich wunderbar. Geht auch jetzt wirklich perfekt weg. Nehmen wir hier noch einen, oder? Mal so ein Dreier. Eine Dreierposition da noch hinbauen oder ist das zu viel? Das macht ihr, wie es euch gefällt. Wenn es euch zu viel ist oder so an der Stelle, dann macht das einfach weg. Aber soweit ist das Bild jetzt fertig. Ich habe jetzt alles gemalt, alles auskoloriert. Ich zeige es euch gleich mal gescheit und nah. Vorher machen wir aber noch die Lichter kurz. Und zwar habe ich da auch schon angefangen auf der Rückseite. Ihr braucht dazu einfach nur eine Lichterkette, Batterien und dann habe ich so gemacht, dass ich mir meine Sterne ganz kleine Punkte dahin gemalt habe. Seht ihr das hier gut? Und zwar habe ich mir das einfach gegen das Licht gehalten, also gegen eine Lichtquelle von oben habe ich mir das gehalten, so, und habe mir dann auf der Rückseite mit Bleistift nur diese kleinen Punkte hingemalt. Und wer an diese Punkte, das sind also meine Sterne, jetzt einfach nur noch die Lichtpunkte von der Lichterkette anbringen. Das mache ich einfach mit einem Abreißklebeband. Wo habe ich es mir jetzt hingelegt? Ich habe es gerade nur in der Hand gehalten. Hier, unter den Stempelkissen. Und klebe mir die Lampen jetzt, die Lichterpunkte direkt einfach da drauf. Aus Erfahrung von meinem ersten Bild weiß ich, dass das auch nicht ausreichen wird. Also das ist so die Fixierung für die Lichter. Die mache ich relativ weit an die Spitzen von diesen Leuchten hin und dass die halt ihre Form behalten und genau den Stern dann im Vordergrund anstrahlen. Aber ich werde dann nachher auf jeden Fall das Kabel und alles noch mal ein bisschen fester kleben mit so einem Tape, einfach irgendein großes Tape, wo man als Maler Tape oder so verwenden kann. Habe ich schon alle? Nee, hier ist noch einer. Der hier oben kriegt noch eine Beleuchtung. Mein Mond kriegt auch eine kleine Beleuchtung. Dem habe ich auch drei Punkte hingemalt. Und jetzt haben wir noch eins übrig. Also ich habe mir die vorher abgezählt, wie viele Lampen habe ich. Wie viele Sterne kann ich beleuchten. Bei mir sind es jetzt so gut wie alle. Aber wenn es mal ein paar weniger sind, macht es nichts. Oder wenn man mal einen anderen Bereich beleuchtet. Genau, wie gesagt, die Kabel, die klebe ich mir jetzt dann nachher noch hin. Das sieht dann ungefähr wie beim ersten Bild so aus danach. Mit so einem breiten Crepe. Aber das hebt dann viel besser, weil diese anderen Kleber hier, die gehen irgendwann ab. Die sind zwar super zur Fixierung von den Punkten, aber nicht auf Dauer. Und auch noch ein Tipp, was ihr beachten könnt dabei ist, wenn ihr euch die Lichterkette erstmal auflegt, positioniert euch erstmal das Batteriefach. Wenn ihr euch das anklebt, was ich euch empfehlen würde, mit einem festen Tape hier unten, macht es so, dass ihr die Batterien noch rausmachen könnt, dass es richtig rum ist und dass ihr den sehr gut zu dem Verschluss halt hinkommt zum Anschalten. Und dann legt euch das erstmal ein bisschen aus und guckt dann, wie verläuft meine Lichterschlange. Als kleiner Tipp, also auch ganz easy. Okay, und jetzt drehen wir es uns mal um und gucken es uns nochmal an. Ich muss jetzt gerade nur nach meinem Weiß schauen, das ist ja noch gar nicht trocken. Jetzt.
Das mache ich dann, mache ich da einfach noch ein paar Mal drüber. Jetzt zeige ich es euch mal nah. Ihr seht das. Wir haben hier unten den schönen Elefanten mit der Kette. Das Hasilein, wo hinten mitfährt. Die großen Luftballons. Und der kleine süße Drache. Ich finde den voll süß. Okay, also es sieht, finde ich, total schön aus. Und jetzt machen wir es mal mit Beleuchtung. So, den Einschaltknopf suchen. Und ich mache mal kurz dunkel hier. Vorsicht. Ja, das ist der erste Schritt. Sieht man das eigentlich schon ganz gut leuchten. Und jetzt mache ich die andere Lampe auch noch aus. Also so könnt ihr es euch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich habe jetzt die Deckenlampe noch an, aber so sieht man wirklich gut, wie es dann jetzt ausschaut am Ende. Ihr könnt es natürlich auch lassen mit der Beleuchtung, aber ich finde, es ist eigentlich noch total witzig. Hier seht ihr mal den Mond noch beleuchtet. Und wie gesagt, die einzelnen Sternchen leuchten dann natürlich ganz schön. Manche Sterne sind zu weit am Rand, da konnte ich jetzt keine Beleuchtung hinmachen von hinten. Aber es macht nichts. So ist das Bild einfach schön, wenn es an ist und auch wenn es aus ist. Und ja, wie gesagt, ich finde das wirklich schön. Ich zeige euch jetzt mal mein erstes Bild. Das habe ich nämlich inzwischen geholt. Und wenn wir das Licht gerade aus haben, dann machen wir das jetzt noch schnell. Das sieht nämlich so aus. Das ist das andere. Auch mit einem kleinen Elefantenpärchen und mit einem kleinen Vögelchen und einem kleinen Hasen und einem großen Hase, der hier auch einen Stern aufhängt und mit der Maus im Mond. Genau. Also ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, die andere Anleitung ist wesentlich ausführlicher von meinem ersten Bild. Da habe ich wirklich nicht so viel rausgeschnitten, weil ich einfach die Schritte genau zeigen wollte. Hier habe ich sie natürlich jetzt arg gekürzt, weil ich einfach, ja. Wenn ihr es ganz genau sehen wollt, dann schaut euch das andere Video einfach an und ansonsten, glaube ich, kommt man so mit der ganzen Erklärung auch schon ganz gut klar. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Es ist wirklich ein super Geschenk, es ist ganz was Persönliches. Ihr könnt es ganz individuell gestalten und traut euch an, es ist gar nicht schwer, es macht total viel Spaß und es ist so schön, wenn man es dann im Zimmer sieht. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ich freue mich da sehr drüber. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Drückt dabei auf diese Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen zum Thema Baby, Kinder, Ideen. Da habe ich euch eine Playlist gemacht. Die verlinke ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i. Da könnt ihr mal nochmal gucken und vielleicht ist da ja auch noch das eine oder andere dabei, was ihr gerne basteln wollen würdet oder so. Und Ideen habe ich noch ganz viele, aber ich weiß nicht genau, was ich alles aufnehmen kann. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.